Ich begrüße Sie ganz herzlich an den Bildschirmen zu Hause, an den Rechnern oder vielleicht auch am Handy, dort wo Sie gerade zuschauen. Herzlich willkommen zum Livestream-Gottesdienst der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Manche von Ihnen kenne ich vielleicht persönlich, manche nicht, aber ich lade Sie ein, mit uns zusammen diesen Gottesdienst heute zu feiern und persönlich zu erleben, dass wir mit einem Gott rechnen können, der ganz konkret in eine persönliche Lebenssituation hineinredet. Ich würde gern zu Beginn dieses Gottesdienstes beten und nach diesem Gebet erkläre ich noch ein paar Dinge, die wichtig sind, damit Sie aktiv noch mehr an diesem Gottesdienst teilnehmen können. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese besondere Möglichkeit, diesen Gottesdienst über Livestream zu feiern und gemeinsam anzuschauen. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns miteinander verbindest und dass wir persönlich an dem Ort, wo wir gerade sind, erleben, dass du lebendig bist. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir mit hineinkommen in dieses ganze Geschehen, in die Predigt, in das Miteinander singen. Danke, dass du gute Pläne hast für unser Leben und dass du auch gute Pläne hast für diesen Gottesdienst. So wünschen wir uns sehr, Herr, dass wir erleben, dass du wirklich lebendig bist, dass du kein Ritual oder ein toter Gott bist, sondern dass du lebendig Gott bist. Amen. Noch ein paar Informationen, wie Sie aktiv am Gottesdienst mit teilnehmen können. Sie sehen jetzt vermutlich eingeblendet neben mir ein paar Dinge, wo Sie zum Beispiel Fragen an den Prediger stellen können. Sie können das tun, indem Sie den QR-Code einscannen mit Ihrem Handy, den Sie sehen, oder über Slido.com ins Internet gehen und dort einen Eventcode eingeben, der da zu sehen ist, #83043. Und dort können Sie dann dem Prediger, der heute Michael Rausch ist, Fragen stellen. Sie können auch uns gern Gebetsanliegen senden über eine WhatsApp-Nummer, die ist eingeblendet, die muss ich jetzt nicht ansagen, oder über die E-Mail-Adresse livestream@luther-chemnitz.de. Beide Formate sind möglich bis zum Start des Lobpreises. Also wenn Sie Fragen haben oder Gebetsanliegen, dann haben Sie Mut, das an uns zu schreiben und zu senden und wir werden es auf jeden Fall mit berücksichtigen. Am Ende des Gottesdienstes, nach der Verabschiedung, bitte ich Sie, dran zu bleiben. Weil wenn Sie mutig sind und von Ihrem Gottesdienst quasi von zu Hause ein Foto machen, würden wir das gerne im Anschluss an den Gottesdienst zeigen. Diese Fotos werden dann im Laufe des Tages wieder herausgelöscht. Aber das ist eine Möglichkeit, um zu sehen, wer nimmt denn alles dran teil und wie feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Das verbindet uns miteinander. Und jetzt wollen wir gemeinsam das erste Lied singen und dazu lade ich Sie herzlich ein. Thank you.
Wir hören jetzt den Bibeltext, über den heute gepredigt wird. Er ist zu finden im Neuen Testament, im Johannesevangelium, im Kapitel 10, ab Vers 11. Dort heißt es: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte letzte Woche ein interessantes Telefonat. Auf dem Display meines Autos, da zeigte sich schon länger, dass ein Ölwechsel fällig ist. Und weil ich die Restgarantie für mein Fahrzeug nicht verlieren will, rief ich also hier in Chemnitz in einer Markenwerkstatt an. Es war eine nette junge Dame am Telefon, eine Auszubildende. Ich erzählte ihr kurz, worum es mir geht. Und ihre erste Frage lautete: Wie ist die Fahrzeugidentnummer Ihres Wagens? Darauf versuchte ich ihr zu erklären, dass ich eigentlich nur einen Ölwechsel will. Und ich will auch nicht Kunde in ihrer Werkstatt werden. Sie ließ aber nicht locker und sagte: Ohne die Identnummer Ihres Autos geht nichts. Daraufhin habe ich mich freundlich verabschiedet und mein Glück woanders gesucht. Das ist bei uns Menschen nicht anders. Wir haben Identifizierungsnummern überall. Auf unseren Ausweisen, Personalausweis, Sozialausweis, Mitgliedsausweise. Im öffentlichen Leben muss man zugeordnet werden, aber mehr als Zahlen sind da nicht drin. Wir sind eine Nummer im Gefüge, nicht mehr und nicht weniger. Ich selber kann mir Namen nur schwer merken. Das ist eine Schwäche, die mich seit meiner Kindheit begleitet. In meiner Zeit als Jugendwart ist mir das immer wieder auf die Füße gefallen. Ich brauche länger als viele anderen. Der berühmte Prediger Charles Haddon Spurgeon erzählte in einer Predigt mal, dass er alle Namen seiner 6000 Gemeindeglieder kennt. Ich würde schon bei 100 scheitern. Bei Jesus ist es anders. Er pflegt einen sehr persönlichen Umgang mit uns Menschen. Als er unter einem Baum vorbeikommt, auf dem ein Oberzöllner saß, da sprach er diesen an mit Zachäus. Und das, obwohl sie sich niemals zuvor begegnet waren. Jesus ist unsere Identität sehr wichtig. Er kennt uns mit Namen, jeden Einzelnen. Das ist nicht menschlich, das ist göttlich. In Jesaja 43, Vers 1 können wir lesen: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich liebe und empfinde das Johannesevangelium als das persönlichste der vier Evangelien. Das hat mit der besonderen Beziehung zwischen Johannes und Jesus zu tun. Er war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes nahm Dinge wahr, die Petrus garantiert übersehen oder überhört hätte. Johannes besaß eine Sensibilität, die für die Gesamtheit des gesamten Neuen Testaments sehr wichtig ist.
Sein Evangelium spiegelt tiefe Demut wider. Er und sein älterer Bruder Jakobus waren die Söhne des Zebedäus. Jesus gab ihnen mal den Namen Donnersöhne, obwohl das eigentlich auf den ersten Blick so gar nicht zu Johannes passt. Nach Jesu Himmelfahrt wurde Johannes eine der Säulen der neu entstandenen Jerusalemer Gemeinde. Er war durch und durch ein Jesusbekenner, was ihm letztendlich die Verbannung auf die Insel Patmos einbrachte. Das alles wollen wir vor Augen haben, um den Predigttext einordnen zu können und zu verstehen. Denn wir finden ihn nur im Johannesevangelium. An dieser Stelle sind wir jetzt beim Bild des Hirten und der Schafe, so wie wir es vorhin in der Lesung gehört haben. Für einen guten Hirten sind seine Herde nicht nur Objekt, Fleisch- und Wolllieferant, sondern er baut eine tiefe Beziehung zu den Tieren auf. Er kennt sie, er weiß, wenn einem etwas fehlt. Er vergeudet keine Zeit, wenn Hilfe gebraucht wird. Nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern Identifikation. Nicht nur Broterwerb, sondern Zuneigung. Nicht nur ein Arbeitsplatz in der freien Natur, sondern Einklang mit Gottes Schöpfungsgedanken. Das macht einen guten Hirten aus. Zur Zeit Jesu waren Schafhirten ein gewohntes Bild. Wenn Jesus etwas erklären wollte, dann hat er ja oft bekannte Bilder genutzt. Und die Leute kannten den Unterschied zwischen einem guten und einen schlechten Hirten. Den nannte man auch Mietling. Der identifizierte sich nicht mit seiner Herde, sondern er machte seinen Job. Mehr nicht. Die Bibel ist voll von Erzählungen über Hirten und Schafe, von Gebeten mit diesem Bild. Und letztendlich benutzt nicht nur Jesus, sondern auch Jesaja, Hesekiel, Petrus, David und andere diesen Alltagsbegleiter der Menschen. Das 10. Kapitel des Johannesevangeliums steht ganz im Zeichen des Hirten und der Herde. Es beginnt damit, dass es nur eine Tür, einen offiziellen Eingang in den Schafstall gibt. Alles andere, etwa der Einstieg übers Fenster, das ist Einbruch, ein unrechtmäßiger Zugangsversuch. Am rechtmäßigen Eingang erfolgt die Legitimation für das Betreten. Da der Hirte tagsüber mit der Herde unterwegs war, gab es einen Türhüter, einen Unterhirten. Der bekam die Verantwortung vom Oberhirten übertragen, den Schafstall vor Einbrechern, vor Dieben, vor wilden Tieren zu schützen. Klar war, der rechtmäßige Hirte hatte immer Zugang. Nachts schlief der Oberhirte, sodass der Türhüter die Verantwortung für die Schafe übernahm, bis zum nächsten Morgen. Auf ihn musste Verlass sein, aber Dreh- und Angelpunkt war der Oberhirte. Er ist die personifizierte Identifikation zu und mit seiner Herde. Entscheidend ist die Kommunikation, genauer gesagt seine vertraute Stimme. Die macht das Eigentliche zwischen Schafen und Hirten aus. Dem Ruf des Hirten kommt richtungsweisende Bedeutung zu. Er sagt zu seinen Schafen nicht "Hallo, da bin ich mal wieder", sondern er ruft jedes Einzelne mit seinem Namen. Die Vertrautheit zwischen dem Hirten und den Schafen kann man auch mit liebevoller Bindung beschreiben. Und dieses Bild passt also perfekt, um unseren Text zu verstehen, um nachvollziehen zu können, wie Jesus Glauben an ihn beschreibt. Und er sagt zwei Dinge. Erstens, ich, Jesus, bin der gute Hirte. Ich habe eine intensive und liebevolle Beziehung zu meinen Schafen, also zu den Menschen, die mich kennen. Zweitens, ich, sagt Jesus, opfere mein Leben für die Schafe. Und opfern bedeutet in dem Fall, ich gebe mein Leben unschuldig hin. Für wen?
für die Menschen, die ihn kennen und ihm nachfolgen. Genau wie bei einer richtigen Herde. Der Hirte geht voran und die Herde folgt ihm. Und das ist kein blindes Hinterherrennen, sondern das ist vertrauensvolles Dranbleiben. Und wir erfahren, welche Leidenschaft der gute Hirte für seine Herde aufbringt. Wisst ihr, in diesem Wort Leidenschaft steckt das Wort Leiden. Aber es geht noch weiter. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Seinen, damit sie heil davonkommen. Und spätestens an dieser Stelle brauchen wir einen unverbauten Blick auf Jesus Christus, weil ja längst klar ist, dass er der gute Hirte ist. Aber an der Person Jesus Christus scheiden sich seit 2000 Jahren die Geister. Unstrittig ist, dass er gelebt hat. Viele können auch mitgehen, wenn man ihm außerordentliche Fähigkeiten nachsagt, etwa Krankenheilung, keine Sache. Aber spätestens, wenn es um die Auferstehung geht, dann weichen die einen zur Linken und die anderen zur Rechten. Für uns Christen ist diese Frage existenziell. Wenn Jesus den Tod nicht besiegt hätte, gäbe es keine Christusnachfolger. In der Bibel erzählen mehrere Augenzeugen davon, unabhängig voneinander, und es ist spannend zu lesen. Nicht nur die Auferstehung kann man detailliert nachverfolgen, sondern auch verschiedene Orte, wo Jesus seinen Freunden, den Jüngern und anderen begegnet ist, mit ihnen spricht und mit ihnen ist. Insgesamt über 500 Leute haben ihn gesehen. Warum ist die Frage nach der Auferstehung so wichtig? Zum einen hat noch nie ein Mensch nach seinem Tod wieder gelebt. Tod ist Tod, Ende, aus. Anfang und Ende ist menschlich. Wir kommen und wir gehen, das ist ein stetiger Prozess. Wenn aber jemand nachweislich tot war und nach 3 Tagen wieder lebt, dann kann er kein Mensch sein. Er muss anderer Natur sein, und für jeden Christen beantwortet sich in der Frage Jesus Christus die Existenz Gottes. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und die Bibel zeigt auch, warum Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz schickte. Das tat er nicht, weil er Freude an Leid und Schmerz hat, sondern er tat es, weil es einen tiefen Riss zwischen ihm und uns Menschen gibt. Wisst ihr, ich gehe gern wandern, am liebsten in den Alpen. Und da kann man Folgendes erleben: Man ist weit oben auf einem Hochplateau unterwegs und auf einmal geht es nicht weiter. Da ist eine Schlucht und die verbaut das ungehinderte Weiterkommen. Und es bleibt einem nichts anderes übrig, als hinabzusteigen in diesen tiefen Riss und drüben wieder hochzuklettern, um auf die andere Seite zu kommen. Dieses Bild hilft uns, um das gestörte Verhältnis zwischen Mensch und Gott zu verstehen. Wir Menschen leben nicht so, wie Gott sich das vorstellt, damals und heute. Gott verabscheut menschliche Abgründe wie Schuld, Neid, Habgier, Zorn, üble Nachrede, Streit, Egoismus, Unmoral, Diebstahl zutiefst. Und ich könnte die Reihe noch fortsetzen. Wenn derartige Dinge in einer Ehe passieren, dann ist das Vertrauen dahin. Als uns Gott uns Menschen schuf, hatte er eine andere Vorstellung von uns. Er wollte ein gutes Miteinander. Aber wir Menschen haben sein Vertrauen gebrochen. Es ist ein tiefer und unüberbrückbarer Riss entstanden. Und Gott müsste eigentlich mit uns fertig sein, wenn da nicht unbändige Liebe im Spiel wäre. Und diese Liebe überwindet tiefe Risse und Mauern. Eindrucksvoll berichtet die Bibel davon, und ich will euch gern in 2 Stellen mit hineinnehmen. Bei Zephania 3 kann man lesen: Der Herr, dein Gott, freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel.
Was für eine Zusage. Gott ruht in seiner Liebe zu uns Kindern. Das bedeutet, sie ist keinen Schwankungen unterworfen. Gott, der Herr, freut sich an denen, die ihm nachfolgen. Der Herr stimmt sogar einen Jubelgesang an. Es hat eine unbeschreibliche Schönheit und Tiefe. Und diese Liebe, die ist anders als menschliche Liebe. Menschliche Liebe ist oft anders geordnet. Ich will versuchen, das an einem kleinen Beispiel deutlich zu machen. Da fragt eine Frau ihren Mann: Sag mal, Schatz, warum liebst du mich eigentlich? Mit solchen Fragen sind wir Männer oft überfordert. Vor allem dann, wenn sie unvorhergesehen kommen. Der Mann überlegt kurz und dann antwortete er ihr: Weil du so schön bist. Die Frau gibt sich nicht damit zufrieden und fragt weiter: Und warum liebst du mich noch? Ja, Schatz, weil du so gut kochen kannst und weil ich mit dir gute Dinge unternehmen kannst. Darauf die Frau: Das heißt, dass wenn meine Vorzüge, wegen denen du mich liebst, eines Tages wegfallen, dann fällt auch deine Liebe weg. An dieser Stelle schaute der Mann seine Frau arg verlegen an, weil er verstanden hatte, worum es seiner Frau ging. Wir Männer brauchen da manchmal Nachhilfe. Die zweite Begebenheit. Jesus fragt Petrus nach seiner Auferstehung, ob er ihn lieb hat. Jesus hatte dem selbstsicheren Petrus vorausgesagt, dass er ihn dreimal verleugnen wird, bevor der Hahn kräht. Und erschrocken über sein Versagen weinte Petrus bitterlich. Bei der erneuten Begegnung mit dem Auferstandenen nimmt Jesus den Faden wieder auf. Er maßregelt Petrus nicht, sondern fragt nach seiner Liebe zum Herrn. Über die Traurigkeit sollte eine neue Dimension gelegt werden, die nicht kommt und geht, sondern die eine ganze Liebe von ganzem Herzen ist. Kannst du zu Jesus sagen: Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen? Wenn der Herr uns in unbändiger Liebe begegnet, dann braucht es genau diese Antwort. Und da sind wir bei dem Punkt, warum Millionen von Menschen seit 2 Jahrtausenden an Gott glauben und in Jesus Christus gegründet sind. Es ist die Liebe. Gottes Liebe zu uns Menschen und Menschen erwidern Gottes Liebe. Seine Liebe ist so tief, dass er das Versagen der Menschheit seinem Liebsten auferlegt, was er hat. Der trägt die Strafe, die wir verdient hätten. Das nehmen wir so leicht und gerne hin. Aber wir müssen uns immer mal wieder vor Augen halten, welches Opfer Jesus für uns gebracht hat. Und er hätte es nicht tun müssen. Er tat es. Er tat es von sich aus, weil er tiefes Mitleid mit unserer Verlorenheit hat. Wir staunen manchmal, wenn ein Mensch einem anderen Menschen eine Niere spendet, damit dieser wieder frei und ohne Dialyse leben kann. Da muss zumindest viel Sympathie mit im Spiel sein. Aber die Liebe Gottes geht noch viel weiter. Er gibt das Leben seines einzigen Sohnes. Es ist eine völlig andere Dimension. Und ich freue mich, wenn Christen aus diesem Wissen fragen, wie sie diese Liebe erwidert können. Manche sagen dann: Meine Liebe zum Herrn, die muss wachsen. Ich kenne diese Frage, die verbunden ist mit diesem Muss. Manche können sich in dieses Anliegen reineweg hineinsteigern. Aber um ein Muss geht es überhaupt nicht. Wer bei Gott mit Leistung punkten will, der wird scheitern. Das ist ja der Grund, warum es uns evangelisch-lutherische gibt. Martin Luther suchte und fand den gnädigen Gott. Im Wissen um die Gnade und Barmherzigkeit des Vaters ergibt sich unsere Antwort. Eben weil mir Gott mit unbändiger Liebe, Gnade und Barmherzigkeit begegnet, möchte ich ihm mit meinem Leben Freude machen.
Christen sehnen sich danach, ein Abbild der Liebe Gottes zu werden. Diese Liebe hat Ausstrahlung. Sie wird in meiner Familie, in meiner Umgebung, eben mit meinem Verhalten sichtbar. Wenn Liebe keine Früchte trägt, dann ist sie wertlos. Und diese Liebe, die braucht immer wieder neue Akkuladung. Ich selber besitze ein E-Bike. Manche glauben ja, dass das was für alte Leute ist. Fragt sich dann immer, ab wann ist man alt? Der Vorteil dieses Rades ist, dass man ganz andere Strecken schafft. Gerade im Erzgebirge war ich immer wieder genervt, wenn der nächste Berg vor mir lag. Das ist mir mit meinem E-Bike ein müdes Lächeln wert. Auf dem Lenkrad ist ein Display und dort kann ich mitverfolgen, wie sich der Akku verbraucht. Es zeigt mir ganz klar, wenn die Batterie wieder aufgeladen werden muss. Unterlasse ich das, werden mir die Berge des Erzgebirges wieder neu zum Muskelkaterbringer. Unsere Beziehung zu Gott braucht regelmäßige Ladung. Wer das unterlässt, wird bald schlapp. Und ich kenne viele solche Leute. Ich habe das Lied "Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir" vor Augen. Diese Hymne stammt von Sarah F. Adams. Die Geschichte dazu ist wenigen geläufig. Eben noch spielte die Bordkapelle auf der Titanic lockere Songs, aber als das Schiff zu sinken begann, wechselte sie den Titel. Man hörte "Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir". Selbst heute noch, wenn säkular eingestellte Menschen die Story des Liedes im Zusammenhang mit der Titanic kennen, übermannt es sie. Sie kämpfen mit ihren Tränen. Und das wird wohl so sein oder deshalb so sein, weil Gott in jeden eine Ahnung von der Ewigkeit gelegt hat. Aber verändern tut es die Menschen höchst selten. Aber dieses Lied bringt es auf den Punkt, warum Akku aufladen immer wieder gebraucht wird. Es bedeutet, die Sehnsucht zu haben, in der Liebe zu Gott zu wachsen. Ich bringe diesen Wunsch immer wieder in mein Gebet mit ein. Herr, schenke mir Wachstum in Glauben, in meiner Beziehung zu dir. Bitte hilf mir dabei. Und ich will dich heute Vormittag einladen, das auch zu deinem Gebet zu machen. Herr, schenke mir Wachstum im Glauben, in meiner Beziehung zu dir. Bitte hilf mir dabei. Das sind Gebete, auf denen eine biblische Verheißung liegt. Gott möchte, dass wir so mit ihm reden. Selbst wenn wir eine Zeit lang in größerer Distanz zu unserem himmlischen Vater gelebt haben, steht der Weg zur Umkehr offen. So wie sich der verlorene Sohn bewusst machte, dass sein Zuhause beim Vater ist. Aber er hat es nicht nur beim Wissen belassen, sondern er machte sich auf den Weg. Glauben ist immer etwas Aktives, etwas Dynamisches. Stillstand und Stagnation helfen nicht beim Wachstum. Wenn der gute Hirte sein Leben für die Schafe gab, dann geht es auch um unsere Perspektive. Dieses gegebene Leben, das ist das Lösegeld für viele Menschen. Das ist unser Glauben. Es geht um die Lebensperspektive über den Tod hinaus. Ist mit unserem irdischen Ende wirklich alles vorbei, so wie es viele sagen und glauben? Ich bin sehr dankbar, dass ich genau das nicht glauben muss. Für mich geht es vielmehr um die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Bleibt am Ende eine offene Sache. Gibt es eine Art Freifahrtschein? Gab Jesus, der gute Hirte, sein Leben für alle Menschen, damit alle ewiges Leben haben? Diese Frage beantwortet der Text sehr deutlich. Er gab es für die, die ihn suchen und die ihn finden. Für die, die seine Stimme nicht nur hören, sondern ihm auch aktiv nachfolgen. Für die,
die in eine lebendige Beziehung mit ihm treten und diese leben. Und dieses Angebot, das macht er allen Menschen, die von ihm hören. Was für eine grandiose Perspektive. In diesem Zusammenhang passt Psalm 23 perfekt. Ich versuche immer schon, dass Kinder dieses kleine, kurze Gebet auswendig lernen. Warum? Weil es ein sehr weises Gebet ist. Es ist Anbetung. Es ist Hingabe. Es ist das Wissen um Gottes Schutzschirm. Der leidgeprüfte David kannte diesen seinen guten Hirten. Er wusste, wovon er sang, wenn er sprach: Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Segen Gottes wird wie eine Klette an mir hängen. Solche Kletten mag ich. Wir sind dazu verurteilt, für immer gesegnet zu sein. Was für ein Urteil. Wenn wir auf der Erde durch sind, werden wir bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir werden nicht umziehen, sondern einfach nur bleiben. Wir gehen maximal in ein höheres Stockwerk. All das, was ich jetzt gesagt habe, das mündet in einen Satz, den wir auch im Johannesevangelium finden, im Kapitel 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Sie sitzen jetzt vielleicht, wie ich hier zu Hause auf einer Couch. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir mehrere modernere Lieder singen wollen. Wir singen diese Lieder zu Gott hin, weil wir damit ausdrücken wollen, was er für uns bedeutet, was Jesus für uns bedeutet. Und vielleicht ist es sinnvoll, dazu aufzustehen und sich wie in Bewegung zu setzen, nicht nur in dieser Zuschauerposition zu sein, sondern einen aktiven Schritt zu gehen, sagen, Jesus, ich stehe auf und sing dir bewusst diese Lieder. Ich ermute Sie, das zu tun. Und wenn Sie diese Lieder nicht kennen, einfach zuzuhören oder dann irgendwie mit einzusteigen, haben Sie Mut, nicht nur zuzuschauen, sondern jetzt selber aktiv zu sein. Wir wollen Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Fließt du mir mehr als genügend.
wir dich preisen dürfen und dass du so ein großer Gott bist, dass du unseres Lobpreises würdig bist. Wir danken dir, dass du immer bei uns bist, egal ob das Leben gerade gut für uns läuft oder nicht so gut. Du bist in schweren Zeiten genauso da wie in guten Zeiten. Herr, hab du Dank dafür, dass du unser Hirte bist, dass du uns führst durch jedes Tal und ja, auch durch die Sonnenstrecken des Lebens, Herr. Hab du Dank, dass du uns begleitest und dass wir jeden Grund haben, dich zu loben und dich zu ehren.
Wir laden Sie jetzt ein, mit uns gemeinsam zu beten, zu Hause an den Bildschirm und wir hier gemeinsam. Jesus, wir beten dich an, unseren guten Hirten, der du dein Leben für uns gelassen hast, und wir ehren dich. Wir danken dir, dass wir bei dir keine Nummer sind, sondern dass du uns mit Namen kennst und mit unserem Namen nennst. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass uns deine Liebe gilt, dass du uns fähig machst zu lieben. Und wir bitten dich, dass unsere Liebe Früchte trägt. Wir bitten dich in dieser besonderen Zeit, dass du uns hilfst. Wir bringen dir all unsere Ängste und Nöte. Wir bringen dir die Not der Einsamen, denen der Kontakt zu anderen fehlt. Wir bitten dich für alle, die Existenzängste haben. Wir bitten dich, dass du sie tröstest und ihnen aufhilfst. Wir ehren dich über dem, was du für uns tust und getan hast. Und wir setzen unser ganzes Vertrauen in dich, auch und besonders jetzt in dieser Zeit. Jesus, und wir danken dir, dass du auch über dieser Zeit gute Gedanken hast. Und ich bete, Jesus, dass du uns beibringst, was es heißt, auf dich zu hören und dich zu suchen. Zu fragen, Gott, auch was du in dieser Zeit mit uns ganz persönlich vorhast. Auch mit uns als Gemeinde, auch mit deiner Kirche. Jesus, wir beten, dass wir erkennen können, was wir daraus lernen sollen, wo wir dich neu suchen sollen. Wir beten, dass du uns korrigierst, dass du uns auf den Weg bringst, den du vorbereitet hast. Und wir wollen die Dinge tun, die dir wichtig sind. Das wollen wir dir bekennen, Jesus, und beten, dass du uns dazu fähig machst. Jesus, wir danken dir für dein Reden in unser Leben hinein. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass du auch durch unsere Lebensumstände zu uns sprichst. Wir danken dir für dein Reden auch durch unsere Ehepartner oder Ehepartnerin. Wir danken dir für dein Reden durch unsere Geschwister. Und wir danken dir, dass du auch in unsere Gedanken hinein sprichst durch deinen Heiligen Geist. Und wir brauchen jetzt diese Leitung und Führung von dir ganz persönlich, damit wir in dieser Zeit, in der so vieles an Informationen auf uns eindringt, sortieren können, dass wir Weisheit haben, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und dass wir wissen, was wir tun und auch, was wir lassen sollen. Wir ehren dich und wir bitten dich um deinen Segen für alle, die zu dir gehören. Tröste, stärke du, schaff du Hilfe, Herr, in den vielen Nöten. Wir erbitten deinen Segen für uns alle, Herr. Und wir beten auch nochmal ganz konkret für die Freundin von der Person, die uns ein Gebetsanliegen geschickt hat, die im Krankenhaus liegt und dort mit Corona behandelt wird. Jesus, wir beten, dass du sie gesund machst, dass deine Kraft ihr neue Kraft gibt. Und wir beten auch für all die anderen, die gerade in den Krankenhäusern liegen, die krank sind. Jesus, wir beten, dass du eingreifst und sie gesund machst. Und wir beten, Jesus, dass du den Menschen begegnest, die Angst haben in dieser Zeit. Und dass sie erleben, wie du ihnen begegnest in dieser Angst. Danke, dass du stärker bist als all unsere Nöte, als unsere Ängste. Und dass du zu uns sprechen willst und uns begegnen willst, auch in den Tiefen unseres Lebens. Und du weißt, Jesus, was uns auch ganz persönlich beschäftigt in dieser Zeit. Und wir wollen in einer kurzen Zeit der Stille dir genau diese Dinge sagen, die ganz persönlich uns auf dem Herzen liegen. Jesus, du sagst, dass du unsere Gebete hörst und darauf vertrauen wir und in diesem Glauben wollen wir auch diese Gebete vor dich bringen. Und all das, was uns bewegt und was wir vielleicht auch nicht formulieren konnten mit unseren eigenen Worten, das wollen wir hineinlegen in das Gebet, was du deinen Freunden immer beigebracht hast und immer wieder mit ihnen gebetet hast. Dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt noch ein paar wichtige Informationen, die ich gerne weitergeben möchte. Die werden jetzt bei Ihnen auch eingeblendet. Nach wie vor ist es so, dass es in der Lutherkirchgemeinde eine Hotline gibt, wo man gerne anrufen kann, wenn man Fragen hat oder wenn man persönliche, private Hilfe braucht. Die wird eingeblendet und zwar von montags bis sonntags ist diese Hotline von 10 bis 18 Uhr zu erreichen. Von Montag bis sonntags ist die Lutherkirchgemeinde in Chemnitz geöffnet von 10 bis 12. Dort können Sie gerne hingehen und beten. Dort können Sie Gott suchen, dort werden auch Mitarbeiter sein, denen Sie eine Frage stellen können. Und die Lutherkirche ist auch von Montag bis Samstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Wenn Sie Gebetsanliegen haben, auch unterhalb der Woche oder nach diesem Gottesdienst, dann senden Sie bitte an die eingeblendete E-Mail-Adresse gebet@luther-chemnitz.de. Und vielleicht fragen sich manche, ja, wie ist das mit der Kollekte, wie kann ich etwas spenden? Da bitte ich Sie einfach, dass Sie auf die Videobeschreibung schauen zu diesem Livestream-Video und dort werden Sie sehen, wohin Sie spenden können. Wir sammeln heute für unsere eigene Gemeinde, für all das, was wir in dieser Gemeinde zu bezahlen haben. Seien Sie herzlich eingeladen, dafür etwas zu geben. Wie geht es weiter mit den Veranstaltungen der Lutherkirchgemeinde? Das ist noch nicht so ganz klar, aber was klar ist, dass wir nächste Woche von Montag bis Samstag wieder sogenannte Wochengottesdienste anbieten. Für Leute, die in einem Hauskreis sind, aber auch für Leute, die ohne Hauskreis sind. Sie werden dazu Informationen auf unserem Blog finden, blog.luther-chemnitz.de. Bitte informieren Sie sich dort drüber. Und jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu uns geredet hast. Ich danke dir, dass du uns gerne segnen willst. Und so unterstellen wir uns dir und deiner Herrschaft. Es segne euch und es behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt kommt der Michael wieder hier in den Fokus. Der Michael hat ja heute gepredigt. Vielen Dank nochmal, Michael. Und ich schaue mal, ob ein paar Fragen reingekommen sind zu dem, was du gepredigt hast. Kleinen Moment, wir hatten ja die Möglichkeit, über das Lido das zu empfangen. Da war eine Frage, woher stammt das Wort Mietling, aus welcher Sprache? Und da hat gleich jemand selber geantwortet. Mietling kommt aus dem Mittelhochdeutschen, ca. 1050 bis 1500 nach Christus und bedeutet in etwa Knecht, Diener, Bote, Personen. Sind also Menschen, die ihre Arbeit für Geld verrichten, die das also vermutlich nicht aus einem inneren Beweggrund heraus tun. Willst du noch was ergänzen? Naja, man würde heute vielleicht Leiharbeiter dazu sagen, das trifft es vielleicht am ehesten. Okay. Andere spannende Frage, die hattest du kurz angesprochen am Ende deiner Predigt. Werden alle Menschen errettet? Na, die Frage ist insofern interessant und spannend, weil das ja Dinge sind, die durch die Familie gehen. Das ist die Frage der Allversöhnung. Ne? Kommen letztendlich alle mal in den Himmel. Ich gebe dir gerne mal den Ball weiter. Ha, sehr gut. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man in der Bibel nachliest, dass es zum Beispiel einen ganz zentralen Vers gibt, im sogenannten Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, da heißt es, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das bedeutet, dass es also diesen Weg, diese persönliche Beziehung zu Jesus braucht, um in diese ursprüngliche Beziehung zu Gott hineinzukommen. Und wenn Menschen nicht an Jesus glauben, dann lese ich auch in der Bibel immer wieder nach, dass diese Menschen nicht diesen Zugang finden können oder dass dieser Zugang eben nicht gegeben ist, weil Gott und Schuld nicht zusammenpassen. Und wenn wir Menschen nicht uns an diese Adresse wenden, wo wir diese Schuld quasi wie loswerden können, dann werden wir keinen Zugang zu Gott bekommen. Das klingt total hart und manche werden sagen, das ist unbarmherzig, so kann ich mir Gott nicht vorstellen, aber Gott und Schuld passt nicht zusammen und deswegen brauchen wir Menschen Vergebung für das, was sich in unserem Leben an Schuld, an Versagen angesammelt hat. Es gibt auch in der Bibel zum Beispiel ganz interessante Stellen, zum Beispiel im Matthäusevangelium, wo über das Gericht Gottes gepredigt wird und wo Gott sagt, dass am Ende eines Lebens geschieden wird zwischen den Menschen, die zu Gott gehören, die an ihn glauben und nicht und denen, die nicht an ihn glauben. Und da wird getrennt zwischen Schafe und Böcken, so wird es dort beschrieben im Matthäusevangelium. Und ich finde es spannend, dass wir uns damit irgendwie nicht auseinandersetzen wollen, dass wir quasi selber auch Verantwortung übernehmen müssen für unser Leben. Und
diese Verantwortung merken wir auch immer wieder, die können wir schlecht tragen, deswegen braucht es wie so einen Stellvertreter und dieser Stellvertreter ist Jesus. Und ich glaube eben nicht, dass alle Menschen in den Himmel kommen, nicht weil ich denke, ich bin was Besseres, weil ich an Jesus glaube, sondern weil Gott sagt, ja, das ist eure freie Entscheidung und ich akzeptiere auch, wenn ihr euch dagegen entscheidet. Und wenn Menschen nicht an Gott glauben, wenn sie mit ihm leben wollen, ich verstehe dann nicht, warum Gott wollte oder warum Menschen dann denken, ja, sie werden trotzdem irgendwie bei Gott sein. Ich erlebe das manchmal bei Beerdigungen, wo gesagt wird, naja, der Mensch wird jetzt das schauen, was er geglaubt hat, aber wenn er nie an Gott geglaubt hat, kann man das jetzt auch nicht schauen. Das wäre also eine ganz kurze Antwort darauf. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen willst. Ja, zumindest den Gedanken nochmal aus der Predigt zurückholen, nämlich, dass Glauben oder das in Christus gegründet sein ist eine Beziehungsgeschichte. Und Beziehung lebt nun mal davon, dass sie gelebt wird. Von beiden Seiten. Es sind noch zwei weitere Fragen. Wenn Gott die Dinge so verabscheut, die Menschen tun, warum hält der Vater in der Geschichte des verlorenen Sohnes dies dem Sohn nicht vor? Das ist ganz oft in der Bibel so. Ne? Ich hatte ja dieses Beispiel von Petrus, der dem Auferstandenen dann wieder begegnet. Das hätte Jesus dem Petrus genauso vorhalten können. Ich glaube, genau das macht die Andersartigkeit Gottes aus. Dass Gott weiß um unser Versagen, Gott weiß um unsere Schuld, Gott weiß um unseren Fall, aber er rechnet es uns nicht auf. Das Einzige, was er von uns möchte, ist, dass wir vor ihn kommen mit diesen Dingen, die in unserem Leben nicht gelingen. Letzte Frage für heute. Warum betont ihr immer so, ich vermute mal ihr Christen, was der Mensch tun muss, um auf Gottes Liebe in Jesus zu antworten? Naja, diese Frage habe ich ja ziemlich klar formuliert oder beantwortet in der Predigt. Mit Muss kommen wir bei Gott überhaupt nicht weiter. Muss wird definitiv scheitern. Sondern jemand, der in Jesus gegründet ist, der Jesus nachfolgt, der weiß, dass Gott mir vergibt, dass Gott mich in Gnaden und Barmherzigkeit annimmt, der wird eine veränderte Beziehung zu Gott leben. Und das ist dann kein Muss, sondern das tut man von sich aus freiwillig gerne. Vielen Dank, Michael. Vielleicht tauchen ja im Nachhinein, wenn man dieses Video nochmal im Internet sieht, auch nochmal Fragen auf. Dann haben Sie Mut, einfach diese Fragen an uns als Lotharkirchgemeinde zu senden. Und jetzt möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich all denjenigen danken, die das möglich machen, dass wir so einen Livestream-Gottesdienst übertragen können. Das sind einfach ganz viele Leute, die im Hintergrund arbeiten. Die sehen Sie jetzt nicht an dem Bildschirm, aber ich sehe sie alle. Die sitzen alle hier. Also vielen Dank euch. Applaus für euch. Vielen Dank, was ihr alles einbringt, auch an Zeit und Energie. Und ich weise Sie auf den nächsten Gottesdienst hin, nächster Livestream-Gottesdienst nächsten Sonntag, wieder auf dem YouTube-Kanal Lotharkirchgemeinde Chemnitz. Und jetzt bleiben Sie dran, weil jetzt werden wir noch Fotos und kleine Einblicke sehen, wie Menschen von der Lotharkirchgemeinde oder auch außerhalb der Lotharkirchgemeinde diesen Gottesdienst miterlebt haben. Alles Gute für Sie, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.